Ja, also wir sind Valtorta und es ist natürlich wunderschön hier in so einem wunderschönen Zelt an so einem wunderschönen Abend in einer wunderschönen Stadt hier einfach mal so jetzt auch. Also dass wir. Urloch. Hä? Urloch. Ja, mei. Schon? Stechen lassen, hä? Stechen lassen. Ja, gestern. Schwul, hä? Schwul. Nein. Schwul. Das ist doch da. Schwul ist doch da. Schwul ist da. Schwul ist da. Woher weißt denn das? Das weiß man. Ich nicht. Man weiß das. Stechen lassen ist für mich schwul. Echt jetzt? Geh. Ich hab doch mit der Susi. Welche? Der Reifen-Susi. Geh, da war doch nix. Aber hallo. Reden kann jeder. Ich red nicht. Dir macht ja deine Mutter nicht wisch. Nicht immer. Also schwul, für mich schwul. Jetzt komm. Hab ich nichts dagegen? Das muss auch geben. Freilich. Freilich, muss auch geben. Freilich. Freilich, freilich. Ich hab Heftel. Heftel? Unter meinem Bett. Kannst schauen, bloß Frauen. Geh. Bloß Frauen, kannst schauen. Geh. Echt. Ich werde unter dein Bett schauen. Ja, dann siehst du's. Hättest du's gern? Ja. Also schwul für mich, schwul. Zuerst spinne auf. Das macht ja nichts, ist ja okay. Gerade ich. Ja, wer so nett du, wer so nett du. Wirst du schon selber sein. Dein Vater ist doch tot. Schon? Also schwul für mich, schwul. Ja. Und Fußball, hä? Und Fußball? Schwul muss es auch geben. Fußball und schwul, schwul und Fußball. Ja, du schon. Ich spiel total hart. Und am Tor fängst du das Schmusen an. Hör doch auf. Weil ich hast da keinen Führerschein. Ich. Und trinkst einen Lambrusco. Geh. Schwul für mich, schwul. Selber schwul. Und Linkshänder bist du auch. Und du schützt den Milch in Kaffee. Ah, nie. Also erst recht schwul, also erst recht. Was soll denn das? Du hast einen Tanzkurs gemacht. Wann? Absolut schwul, absolut. Und beim Bieseln? Was? Hier hocker tust du beim Bieseln. Du bist ja noch nie gestanden. Na, ich steh voll, ey, voll steh. Schwul, der Typ. Schwul, ne? Muss ich sagen. Alles muss ich sagen. Das muss ich sagen. Das ist total gut. Total gut, ne? Und deine rote Hosen? Ich hab keine rote Hosen. Weil du keine rote Hosen hast. Der Wollemann. Der Wollemann? Die ist so blau-rot. Die, wo er im Tierpark angehabt hat. Und zwei Ohrringe hat er. Und Handball spielt er. Hat keine Geschwister. Und ein Dreigangbike. Und Handschuhe. Und einen Zungenschlag. Aber er ist nicht schwul. Nein, schwul ist er nicht. Nein, 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 nein. Aber das muss er sagen. Das muss er sagen, ganz klar. Ich muss das sagen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Merken Sie was? Bitte? Na? Was denn? Na, noch nichts? Hm? Tut mir leid, aber... Na, was bin ich denn? Hm? Was bin ich? Ich bin ein... Ich bin ein Barsch. Ich bin ein Barsch. Erstaunlich, gell? Mein Onkel Alfons konnte eine Hummel nachmachen. Wie? Naja, er hat dann immer so gebrummt. Tatsächlich? Ja, ja, so tief, so. Onkel Alfons. Ich hatte ja keinen Onkel. Haben Sie sich den Barsch dann selbst beigebracht? Meine Angie hat mir dabei geholfen. Onkel Alfons konnte auch eine Heugabel nachspielen. Ach. Und mit Angie war der Barsch dann bald perfekt. Er hat dann immer ganz spitz geguckt und etwas Gras in den Mund genommen.
Und dann gebrummt. Nein. Meine Angie war dann leider bald weg. Waren Sie zu schweigsam als Barsch? Onkel Alfons war ein toller Mensch. Kam immer dienstags zum Tee. Als Hummel oder mit dem Gras im Maul? Sie hatten wohl keine schöne Kindheit. Doch, doch. Aha. Unser Vater schwamm oft mit uns zum Fußbarschplatz. Witzig. Gell? Sie sind wohl äußerst komisch. Ja, überm Durchschnitt. Was? Und wo liegt der bitte? Aber Ihnen so ungefähr. Hart, aber nicht schlecht. Sie hätte ich für vernünftiger gehalten. Vernünftig ist er auch. Ich habe nichts gemacht. Über seinen Unterwasserhumor können Sie lachen. Nein. Eben haben Sie noch über mich gelacht. Habe ich nicht. Unter einer Decke. Warum lachen Sie nicht bei mir? Sie sind beide ganz vom Thema abgekommen. Welches Thema? Sie hatten doch einen Fisch. Ich bin ein Hecht. Sie sind Barsch. Was? Na gut. Unglaubwürdig auch noch. Ja, wenigstens keinen Onkel als Käfer. Wieso denn Käfer? Oder Wespe? Auch nicht. Drohne? Nee. Jetzt fällt mir vor lauter Aufregung kein Insekt mehr ein. Wusste ich's doch. Zecke, alte Zecke. Stockfisch. Hören Sie doch bitte auf. Also wirklich, Sie sind da beide durchaus talentiert, aber wir sind doch erwachsene Menschen. Hier geht's ja zu wie im Hühnerstall. Was? Wo? Ja, im Hühnerstall. Nein, bitte nicht. Ich komm rein und wer steht da? Hm? Wer steht da? Ja. Wer? Meine Oma. Ach so, die Oma. Hab ich selber erlebt. Glaube ich nicht. Doch. Und der Kartoffelsalat in den Skischuhen? Jupp, gestrichen voll. Und das war Bernbeck? Das war Bernbeck. Ach, Bernbeck war das. Ich hab's selber erlebt. Ja, und was hat Bernbeck dann gemacht? Ja, was hat Bernbeck dann gemacht? Sicher wieder den Finger in die Luft gestreckt und der Jäger aus Kurpfalz gerülpst. Quatsch, macht doch schon lang nicht mehr. Was rülpst du denn zur Zeit? Bernbeck stand nur da und sagte... Ja? Was denn? Bernbeck sagte... Mo Pistel, Mo Pastel, mein Arsch hat ein Saftel. Toll. Ja, toll. Was hat er gesagt? Wenn du mich fragst, dann sagt sowas nur Bernbeck. Bernbeck kann sowas sagen. Ja. Mo Poffel? Mo Pistel. Sag ich doch. Du hast kein Ohr dafür. Bernbeck fällt an sowas. Bernbeck sagt sowas nicht so dahin. Das Rülpsen aus Kurpfalz war auch nur Dollerei. Komm, das war eine Vorform. Für was? Für Miffel, Moffel? Mo Pistel, Mo Pastel, mein... Ich glaube, er sagte dein. Was? Dein Arsch. Bernbeck macht offensive Lyrik. Nee, das war ganz eindeutig mein. Na? Ich hab's selber erlebt. Nur ich muss sagen, ich bin in diesen Dingen ja auch nicht ganz unbeleckt. Ah ja. Ja, einen meiner kleinen Erfolge innerhalb dieser Sparte kann ich auswendig. Aha. Nun lieg ich hier... und schmus mit dir, ich küsse deinen Busen und draußen stehen blind vor Gier so an die 16 Kellner. Kellner? Ja, eben.
Das geht nicht. Doch. Kellner und Busen geht nicht. Und wie das geht? Was meinst du, was die Kellner wollen? Ja, dich vom Reimen abhalten. Nein, die Kellner haben in diesem Fall allergrößtes Interesse an meiner Partnerin und wollen sozusagen... Ja, trotzdem geht das nicht. Kellner sind ungeheure Stecher. Das interessiert doch niemanden. Aber Bernbecks After. Er spricht nicht von seinem eigenen. Natürlich ist das seiner. Ach, Mensch, bist du verbohrt. Bin ich verbohrt? Ich bin im Recht. Hör mal auf den Klang. Mopiftel, Mopaftel, dein. Nein. Dein. Nein. Nein. Doch. Was? Es ist so traurig, über was Menschen streiten können. Aber deinen Sprüchen braucht man ja nicht streiten. Aha, die Banausen erheben sich. Wieso? Ihr sitzt ja noch. Ich hab's selber erlebt. Was, diesen Mopiffel-Scheiß? Hey, ich weiß nicht, wer dir das Sprechen beigebracht hat. Aber mal angenommen, es war ein Mensch. Dann hat dir der sicher nicht erlaubt, uns mit deinen Wortauswürfen in Reimform auch noch die letzte Scheibe Gelbwurst von der Stulle des Lebens zu klauen. Das war allerdings nicht schlecht. Ich weiß. War das von Bernbeck? Er ist bloß neidisch. Nein, nein, ich bewundere einen Analpoeten ganz ausnehmend. Weißt du, Bernbeck würde jetzt ganz langsam auf dich zutreten, würde dir tief in die Augen blicken und sagen... Nee, nee, nee. Das reimt sich aber auch nicht. Nee, reimt sich doch auf nee. Natürlich reimt sich nee auf nee, aber in seinem Sinne lassen wir es dabei bewenden. Eine hervorragende Idee. Ein etwas kleineres hätte ich aber noch. Komm, erzähl doch noch mal von dem Kartoffelsalat. Mal bis zum Rand in den Skischuhen. Da schoss die Liebe mir ins Mark, zerwarf mir Herz und Kraft und Sinne. Und von der Wiege bis zum Sarg sind überall nur Kellner, Kellner, Kellner. Mann, 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 Mann. Mei. Nietzsche. Er zu mir, gell? Er zu mir, Döblin. Er zu mir, Döblin, Hesse? Spinoza, er zu mir, Döblin, da kriege ich meinen Grillparzer. Da bin ich zum Schopenhauer. Da bin ich hier zu seiner Schillerkarossa. Ich meine, es ist eine Schillerkarossa und mit der Hand, gell? Mit der Hand, gell? Ben! Ben, mit der Hand, gell? Lessing! Spinoza Lessing! Hege! Heim? Herder! Kleist! Er als unser Horwart, gell? Lasst er als unser Horwart an jeden Böll durch, das ist krass! Bernhard! Bernhard! Hege! Herder! Kleist! Ibsen. Letzting fahr ich mit meiner Lampedusa an Strindberg hinauf. Ganz lässig. Wulf bis aufs Plateau. Und dann kommt er mit seiner alten Selinger. Ich mein, es ist ein Schillerkarosser. Ein Tolstoi, aber ein Gogol. Hat er gemeint, das kommt er auch. Schalt den Gang auf und... Humboldt, Humboldt, Humboldt. Den ganzen Strindberg nach Spinoza, Post-Spinoza. Brust.
Häppl. Kipling. Nee, Falada. So a choice. Musil. Ah, brennt auch noch. Sola! Hegel! Dorst? Ah. Habermas. Frisch! Ist auch Baudelaire? Na, der Mann, der kann bei ihr landen. Er kann bei ihr landen, bei meinem Morgenstern. Bei meinem Süßkind. Geht die so ein Ringelnatz. Die war einmal durch den Matt. Aber jetzt hat es so eine Dickens. Und wenn es mit mir ins Bett geht, dann krieg ich gleich so ein Stendal. Und schon wieder. Aber ich habe so eine Hemming. Weil ich schau mich so. Aber sie mag's. Sie mag's. Ich hab recht. Hegel! Leist! Gleis! Herder! Mehr Ruder! Holzmei! Hein? Holzmei! Selbi! Ende!